Hey Leute, willkommen zu meinem nächsten Video hier auf meinem Kanal und zum dritten Tag der Freizeitparktour 2020. Wir befinden uns jetzt noch in Dortmund, sind gerade aufgestanden und frisch gemacht und werden jetzt nach dem Tanken direkt ins For Fun fahren. Das Wetter sieht hier auch wieder mega gut aus, also wird es vielleicht weiterhin Sonnenbrand geben. Ja, wir sehen uns dann gleich im For Fun und wir sehen uns später. So, ich bin jetzt zum Vorfahren angekommen. Es war jetzt nicht mehr ganz so schön wie die letzten vergangenen beiden Tagen, aber es ist noch trocken und ich hoffe auch, dass es so bleibt. Ja, der Weg hierher war ziemlich lang, so von den Waldwegen und sowas, ganz interessant. Ist auch schon ein bisschen von zu Hause gewöhnt, der ganze Wald und so. Ja, jetzt bin ich gespannt, ich habe gerade einen Parkline geholt und werde mich mal wieder genau wie die letzten Tage umschauen, wo ich jetzt hingehen kann, was es so alles gibt. Und ja, ich bin gespannt. Für mich was ganz Neues. Hier war ich wirklich komplett noch nie. Ich kenne den Park auch noch gar nicht so lange. Aber ja, bin mal gespannt, wie das heute wird. Und wir sehen uns später. Ich komme gerade aus Los Rapidos, Rafting hier im For Fun Park. Eigentlich ganz cool, auch so ein bisschen im Western-Stil, wie der ganze Park an sich auch. Macht eigentlich riesig Spaß, also wirklich eine kleine, sehr sympathische Attraktion im Sinne von Rafting. Leider hat es jetzt während der Fahrt ein bisschen stärker angefangen zu regnen. Aber gut, vielleicht wird das Wetter heute noch ein bisschen besser und wir sehen uns später. Aus dem Regen wurde jetzt eher so eine Art Wolkenbruch. Deswegen haben wir uns jetzt erstmal hier untergestellt auf diesem einen Spielplatz in der Nähe von Dark Raver. Ja, ich habe mal im Wetterbericht geschaut, es soll jetzt nicht mehr lange so regnen, aber es macht halt wirklich arg runter und die Unterstellmöglichkeiten sind jetzt gerade in dem Bereich, wo wir sind, ein bisschen, ein bisschen wenig. Es soll bald besser werden, also so 15 bis 20 Minuten ungefähr. Gut, solange werde ich jetzt hier wahrscheinlich noch rumstehen, ein bisschen warten, weil komplett nass sein möchte ich natürlich auch nicht über den Tag. Aber bisher kann ich noch sagen, der Park gefällt mir eigentlich ganz gut. So von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, auch gerade die Attraktionen Devil's Mine und Los Rapidos, wo ich bisher jetzt war, haben so ihren eigenen Charme eben an diesem Western-Stil, was mir persönlich wirklich, wirklich gut gefällt. Wie ich vorhin am Anfang schon gemeint hatte, ist es auch so, dass der Park, ja, ich kenne ihn gar nicht so lange bisher. Natürlich, klar, über bestimmte Vlogs von anderen YouTubern ist mir der Park dann ein bisschen bekannter geworden und habe mich da ein bisschen schlau gemacht. Hat, wie gesagt, vorher komplett unbekannt, aber wie gesagt, ein wirklich kleiner, sympathischer Park. Habe noch nicht alle Ecken gesehen. Muss aber auch sagen, würde mich freuen, oder hätte mich gefreut, sagen wir es eher mal so, wenn der Park ein bisschen mehr Bekanntheit gehabt hätte in den letzten Jahren schon. Weil ich glaube, gerade vor ein paar Jahren, wo ich auch gerade angefangen habe, wirklich auch kleinere Parks zu besuchen, wäre das auf jeden Fall direkt ein Park gewesen, den ich als einer der ersten besucht hätte. Gerade weil ich dieses Wetterthema sehr interessant finde. Aber gut, der Tag hat noch jede Menge Stunden, bis er hier der Park zumacht. Natürlich warten wir jetzt, dass der Regen aufhört. Und ich werde mich später nochmal melden, auch je nachdem vielleicht mit dem einen oder anderen On-Ride, welches hier darf. Und ich würde sagen, wir sehen uns später. Der Regen hat jetzt mittlerweile nachgelassen, hat auch lang genug gedauert. Aber es war so ein Starkregen, da konnte man eigentlich wirklich nichts machen. Da haben sich die Leute einfach überall eigentlich nur untergestellt. Ja, die Sonne kommt jetzt so langsam raus. Also es macht den Himmel mittlerweile klar, reißt auf. Und das bedeutet, jetzt geht's los mit endlich mal ein paar Attraktionen fahren.
Und jetzt bin ich mal richtig gespannt, wie der Tag noch so wird. Weil man konnte auch ein bisschen runterkommen, gerade die letzten Tage ein bisschen anstrengender, ein bisschen stressiger wegen der Hitze waren. Kann man sich jetzt ein bisschen entspannen. Und ja, wir werden sehen, was jetzt gleich noch alles kommt. Wie gesagt, Wetter ist deutlich besser geworden. Man merkt auch, dass die ganzen Leute sich langsam wieder aus den Dächern davor raustrauen. Die laufen meistens immer noch mit Ponchos rum. Aber klar, es ist noch immer ein bisschen bewölkt. Ich komme gerade aus Speed Snake Free. Ja, ich glaube Speed Snake Free heißt die. Wollte eigentlich da so ein On-Ride machen. Laufen diese kleine Kühe, steht halt riesengroß, Film verboten. Der Rider Rate hat auch schon gezeigt, auf mal Richtung Brust, dass ich das nicht nutzen darf. Ich habe schon genug On-Rides gesehen. Keine Ahnung, ob man da vielleicht irgendwie vorher eine Genehmigung einholen muss. Gut, ja, die Bahn an sich ist eigentlich ganz cool. Hat zwei Korkenzieher sozusagen drin. Man fährt zwei Runden, dementsprechend sind es vier. Macht eigentlich ganz Spaß, so, wenn man so gefahren ist. Nur die Schlussbremse ist ein bisschen problematisch, weil das so ein Bügel ist, der direkt auf den Bauch drückt. Und ja, ich glaube, wenn man vorher was gegessen hat, ist es nicht die angenehmste Sache. Also, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Jetzt geht es erstmal weiter zu der nächsten Bahn. So, ich bin jetzt im hinteren Bereich vom Park angekommen. Hier steht auch noch mal eine Achterbahn im Marienkäfer-Stil und erinnere mich so richtig so irgendwie an die ersten Zeiten von Rollercoaster Tycoon irgendwie, wo man dann auch anfängt mit den Achterbahnen zu bauen in den ersten Parks in dieser Kampagne von dem Spiel. Hat nämlich auch nur diese Möglichkeit, so eine Marienkäfer-Achterbahn zu bauen. Und optisch, so vom Offride her, sieht es schon ziemlich interessant aus und die werde ich auf jeden Fall auch gleich fahren. Bin ich aus der, ich sage jetzt mal Marienkäferbahn raus, ich weiß jetzt gar nicht, wie der Name heißt, aber ich glaube, ich werde es im Schnitt dann einfach mal einblenden, wenn ich es dann weiß. War ganz lustig, muss ich sagen. Gut, ein bisschen gerattert, aber großen Spaß gemacht. Für, ich glaube, alle Personen, die jetzt nicht gerade irgendwelche Kinder sind, gibt es sogar so eine Art Headshopper-Moment kurz vorm Ende. Da habe ich mit meinen über 1,80 schon gedacht, ich muss wirklich den Kopf einziehen. Aber doch, hat Spaß gemacht. Jetzt geht es mal wieder Richtung Anfang vom Park. Wir schauen da noch ein paar Sachen anschauen. Auch vielleicht noch mal sehr bis Main fahren. Ja, die Sonne kommt dann raus, wird wieder wärmer. Wurde auch wirklich Zeit. Also es hat vorhin wirklich Ewigkeiten geregnet. Und ja, also der Park bisher gefällt mir wirklich gut. Ist wirklich ruhig. Natürlich eher was für Kinder, gerade mit den ganzen Spielplätzen, den ganzen kleinen Attraktionen. Wirklich ein Ort, wo man mit kleinen Kindern hingehen kann, wo sie sich auch richtig austoben können. Also kann ich da wirklich nur empfehlen. Und ja, jetzt mal schauen, was noch so über den Tag verteilt gemacht wird von uns. Und ich würde sagen, ich melde mich später. Noch ein kleiner Nachtrag. Bei dem Park hier muss es schon gut zu Fuß sein, weil es geht wirklich auf und ab, auf und ab. Da kann man schon mal ein bisschen aus der Puste kommen, wenn man einer den Strecken mal hochläuft.
macht mir persönlich nichts aus, aber ich glaube, das kann schon manchmal ein bisschen problematisch werden. Ja, das wollte ich ja nochmal dazu anmerken. So, wir haben uns gerade noch ein bisschen gestärkt mit einem Currywurst-Menü. War echt ganz gut. Also, wir kennen es ja alles mal von verschiedenen Freizeitparks oder so Imbissbudenständen, wo da auch mal die Currywurst gefühlt nur halb so groß ist, die dann drin landet. Aber hier muss ich sagen, war echt gut. Hat auch richtig gut geschmeckt, vor allem die Currysoße war richtig gut. Jetzt sind wir gerade auf dem Weg zur Rodelbahn hoch. Geht auf jeden Fall ein gutes Stück nach oben. Da muss man schon ein bisschen Kondition oder ein bisschen Muckis in den Beinen mitbringen. Also geht schon ordentlich hoch, wie man das auch sieht, leider nicht. Wir haben noch eine Stunde Zeit, bis der Park schließt. Und ich muss wirklich sagen, gefällt mir wirklich, wirklich gut. Klar, ist ein kleiner Park, klein sympathisch. Kann man es nicht vergleichen mit den größeren Parks in Deutschland, wie der Europa-Park, Phantasialand, Moviepark und so weiter. Aber gerade wenn man so eine Tour macht, ist wirklich eine super tolle Abwechslung, würde ich sagen, um einfach auch mal einen ruhigen Tag zu haben. Gerade hier ist noch richtig in der Natur, bisschen Wässerfeeling. Mega gut. Also wie gesagt, ich melde mich später nochmal. Jetzt gehen wir schauen, zu welcher Rodelbahn. Die Rodelbahn hat jetzt auf jeden Fall die längste Warteschlange von allen Attraktionen hier im Park. Zumindest so, wie es jetzt für mich da war, wo ich jetzt vorbeigekommen bin. Mittlerweile kommt die Sonne auch ordentlich raus von einem, sagen wir, etwas kühleren Wetter, von einem Regen von vorhin, wo man dann doch ein bisschen, gefroren ist das falsche Wort, aber es war ein bisschen frisch. Ist es jetzt wieder richtig, richtig warm, also in der Sonne schon wirklich ordentlich heiß. Wie gesagt, haben wir es noch ein bisschen, werden in der letzten Zeit vom Park noch ein bisschen so genießen, vielleicht auch irgendwo hinsetzen, was Kleinigkeit trinken und dann wird es wahrscheinlich weitergehen Richtung Frankfurt, wo der nächste Stopp für unser nächstes Hotel stattfindet oder ist. Und dann morgen den letzten Tag der Tour, und zwar in Trips Trill, anzugehen. Ich werde mich jetzt an der Stelle schon mal rausklinken für diesen Blog, beziehungsweise von der Zeit hier im Vorfahren. Wie gesagt, ganz klare Empfehlung von mir, wenn ihr mal in der Nähe seid, besucht diesen Park. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt deutlich besseres Wetter, als wir es jetzt hatten heute. Einfach, weil es dann um einiges mehr Spaß macht, wenn die Sonne rauskommt. Und an der Stelle würde ich einfach sagen, ich melde mich später nochmal, wenn ich denn in Frankfurt bin, im Hotel. Da gibt es dann wieder eine Roomtour, da wir jetzt ein Meininger Hotel sind, also nicht ein B&B-Hotel. Wird auf jeden Fall ein anderes Zimmer sein als die letzten zwei Nächte. Dementsprechend hoffe ich, dass es auf jeden Fall bisher gefallen hat, und wir sehen uns später. So, wir sind endlich in Frankfurt angekommen, haben uns gerade eingecheckt im Meininger Hotel. Ich zeige mal ganz kurz das Zimmer. Wir haben hier die Betten, ist ganz gut eingerichtet so, also relativ schlicht, aber finde ich ganz gut. Wir haben einen ganz kleinen Fernseher hier mit Aussicht auf ein nebenstehendes Hotel. Also der ganze Bereich hier neben dem Flughafen ist voller Hotels. Dazu natürlich eine Toilette mit Dusche, einem Spiegel und ja. Gut, würde mal sagen, wir werden zwar jetzt noch ein bisschen was machen heute Abend hier in Frankfurt. Mal schauen, wo es noch hintreibt. Aber wir wollen auch noch ein bisschen entspannen nach den drei Tagen. Weil morgen geht es natürlich schon wieder weiter nach Trips Trill. Ich für die Stelle verabschiede mich jetzt. Hoffe, euch hat der Vlog hier aus dem Vorfahren gefallen.
kann wirklich nur jedem empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Ist ein wirklich kleiner, sympathischer, netter Park. So in relativ in der Mitte von Deutschland. Ich denke, ich werde ihn nochmal irgendwann besuchen. Natürlich wieder im Laufe einer Tour, nehme ich mal an. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht ein Abo da. Vielleicht einen Kommentar so als Feedback. Oder vielleicht auch ein Like. Ansonsten vielleicht bis zum nächsten Mal und ciao.